Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott zu den Praxistagen. Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen und bin begeistert von dieser Veranstaltungsreihe, die der Herr Dr. Jirik jedes Jahr professionell anbietet. Ich heiße Werner Vlaschek, bin von OK Österreich und möchte Ihnen ein paar Informationen geben über unser Kernprodukt. Das Thema ist Managed Print Service. Und dann der zweite Bereich in der Praxis, In-House Printing mit OK, Dialogmarketing. Hier haben wir eine kleine Toolbox vorbereitet, durch die ich Sie führen möchte. Gegründet wurde OK damals 1881 vom Herrn Kibataro Oki. Der aktuelle Präsident ist der Herr Kawasaki. Wir liefern ein Umsatzvolumen von 4,2 Milliarden ab, haben 16.000 Mitarbeiter, davon der größte Teil in Japan. Oki besitzt 68 Tochtergesellschaften, davon sind 30 in Japan und der Rest teilt sich auf in Amerika und in Europa. Entscheidungsträger aus der Wirtschaft legen Wert, wenn sie sich mit dem Thema Managed Print Service beschäftigen, A, um Kosten zu senken, das ist der wichtigste Punkt, dann die wichtigsten Themen im Printbereich zu zentralisieren und Wartung und Service zu verbessern. Das bedeutet, nicht das gesamte Wartungskonzept selbst zu verbessern, sondern außer Haus zu geben. Managed Print Service von OK erlaubt uns, in einer Einheit Drucker, Multifunktionsgeräte und Verbrauchsmaterialien mit einem gesamten Service anzubieten und die gesamten Kosten auf die Verweilzeit zu senken. Wir kümmern uns um die Systemlogistik des Verbrauchsmaterials, die gesamte Technikleistung und wir stellen und verwalten den gesamten Controlling-Prozess. Darunter verstehen wir, wenn es darum geht, Druckkosten zuzuordnen auf User-Ebene oder zu Abteilungen. Hier unterstützen wir die Kostenzuordnung, einerseits mit Software und automatischen Systemen im IT-Netzwerk. Ich möchte Ihnen hier ein Praxisbeispiel zeigen, das Thema kennen wir vielleicht. Ich möchte eine Aussendung machen, wie komme ich zu den Daten? Hier arbeiten wir seit vielen Jahren gemeinsam mit den Herold zusammen und hier präsentiere ich Ihnen, wie einfach es geht, zu Online-Daten zu kommen. Ich logge mich einmal auf der Herold-Datenbank ein, habe natürlich davor das Produkt gekauft und habe dann die Möglichkeit, meine Daten zu selektieren. Der Vorteil ist, den wir hier sehen, und wir machen das seit vielen Jahren, ich kann sofort, wenn ich die Idee habe, ein Marketing auszusenden, ich kann sofort starten. Ich selektiere hier meine Branche, in dem Fall habe ich ausgewählt die Maler. Und habe die Möglichkeit, hier noch genau zu unterscheiden, ja, Maler und Anstreicher, also ich kann genau die Branche fixieren und ich habe die Möglichkeit, auch ein gezieltes Umsatzvolumen zu definieren. Ich kriege jetzt dann meine Daten heraus, habe einen Jahresumsatz von 100.000 Euro. Und interessant war für mich, wie wir diese Aussendung gemacht haben, zu sehen, wie viele Maler es gibt in diesem Umsatzvolumen. Und für uns sind interessant, wenn wir ein Dialogmarketing machen, die Hauptansprechpartner, Leiter Marketing und der Geschäftsführer. Hier habe ich die Möglichkeit, weitere Optionen zu definieren. Wenn es als Beispiel mehrere Ansprechpartner im Marketing gibt, dass ich nur einen bekomme. Und hier sehe ich meine Trefferquote. Wir haben mehr als 1000 Ergebnisse erzielt. Und dahinter stehen 376 Ansprechpartner. Diese wertvollen Daten, die von Herold zur Verfügung gestellt werden, ziehe ich in ein Excel-Sheet hinunter und habe die Möglichkeit, dann mit einem Serienbrief auch meine Etiketten zu drucken. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen, gerade im KMU-Bereich, ein bisschen eine Hemmung haben, Etiketten selbst zu drucken und wir von OK wollen das natürlich verstärken, denn wir liefern Produkte, wo die Unternehmer die Möglichkeit haben, selbst mit einfacher Weise ihre Aussendung zu drucken. Dann habe ich einmal meine Daten bekommen.
Und dann geht es natürlich mit der kniffligen Frage, wie gestalte ich ein Etikett mit meinen Adressen. Hier liefert uns Windows alle Möglichkeiten, die es gibt. Ich gebe das Format ein, wie groß mein Etikett sein soll und importiere dann meine vorhandenen Daten. Und habe dann sofort auf einen Blick meine Formatvorlage. Jetzt definiere ich, wem möchte ich haben auf dem Etikett. Natürlich den Namen, dann die Adressdaten, die wichtigen Daten, die wir kennen. Und dann, ganz wichtig, auch das Zuhanden mit Titel, Vor- und Nachname. Ich habe selbst die Möglichkeit, den Abstand zu setzen und mit ein paar Handgriffen das Etikett selbst zu gestalten. Hier habe ich den ganzen Datensatz importiert, habe auch eine Ergebnisvorschau und kann auf einfachste Weise dann mein Dokument ausdrucken. Ich hätte jetzt die Möglichkeit, direkt den Datensatz zum Drucker zu schicken und auszudrucken. Aber gewissenhaft, wie wir sind, wollen wir vorher eine Vorschau sehen, ob das auch wirklich funktioniert hat. Und diese Möglichkeit habe ich unter Windows. Und sehe hier sofort meine Etiketten. Jetzt ganz einfach nur das Etikettenpapier in den OK-Drucker geben und ausdrucken. So komme ich zum ersten Schritt zu meinen Etiketten. Und zum zweiten Schritt, der sehr interessant ist, beim Dialogmarketing mein Serienbrief. Wir greifen natürlich auch wieder auf die Herold-Daten zu, die wir vorher gezogen haben, und habe die Möglichkeit, dann diese Liste in meinen Serienbrief zu importieren. Und für mich ist wichtig bei der Serienbriefgestaltung, dass ich hier auch wieder habe Vorname, Ansprechpartner. Habe die Möglichkeit, das direkt dann wieder auszudrucken und per Post zu meinen Kunden zu schicken. Das, was ich hier zeigen möchte, ist, ich kann mit ein paar Handgriffen selbst sofort ein Dialogmarketing starten, kann als KMU-Betrieb meine Zielkunden direkt beliefern mit Informationsmaterial und habe hier die Möglichkeit, auch die Vorschau zu sehen und sehe hier immer meinen richtigen Ansprechpartner drinnen. Wir von unserer Seite mit OK bieten diese Drucklösungen an, Herold bietet das Datenmaterial an und so haben wir eine schöne, kompakte Lösung, mit der wir seit vielen Jahren gemeinsam arbeiten. Dankeschön.